Wir haben uns dieses Wochenende mit einem, wir haben dieses Wochenende einen E-Mail-Client entwickelt, der automatisch PGP-Verschlüsselung nutzt, was ja normalerweise leider nicht der Fall ist. Und diese Funktion des Clients, welchen wir gemacht haben, sind also das ganz normale Versenden von E-Mails, das Empfangen von E-Mails. Und was bei vielen anderen E-Mail-Clients nicht der Fall ist, ist, dass man E-Mails PGP verschlüsseln kann, sag mal, ohne großen Aufwand. Nun, die Frage ist immer, was ist PGP? Also PGP ist erstens eine Verschlüsselungsmethode für E-Mails. Und es ist so, dass ein Nachteil, so könnte man es nennen, ist, dass man für jede Person, mit der man kommuniziert, ein Schlüsselpaar braucht. Und das ist ziemlich umständlich, also immer zu nutzen, da man für jede Person ein Schlüsselpaar benötigt. Und das wollten wir so ein bisschen einfacher gestalten. Genau, und darum haben wir etwas gemacht, was man jetzt normalerweise nicht macht. Wir haben nämlich einfach ein E-Mail-Programm geschrieben, bloß dass es halt noch ein paar zusätzliche Funktionen hat, wie eben erwähnt. Einer der wichtigen zentralen Vorteile ist, dass das Programm automatisch die Nachrichten verschlüsselt. Als normale Nutzerin oder Nutzer bekommt man davon im Idealfall nichts mit, außer dass da groß so ein Schlosszeichen dran ist für es ist sicher. Man kriegt es einfach nicht mit, anders als bei den bisherigen Lösungen. Und ein weiterer Vorteil ist, dass wenn zwei Leute zum ersten Mal kommunizieren, die beide Kryptoring nutzen, dann tauscht das Programm quasi automatisch als Anhang die Schlüssel aus und dann ist quasi schon ab der zweiten Nachricht die Kommunikation verschlüsselt. Wir versuchen das jetzt zu demonstrieren. Es wird vermutlich schief gehen, aber wir sind hier bei Jugend Hackt. Wir haben hier einen Muster-Account schon eingerichtet in das Programm. Da muss man dann das Passwort eingeben. Und wenn ich jetzt das richtige Passwort eingegeben habe, dann sieht man hier ganz viele eingegangene E-Mails. Und da kann man dann auch raufklicken und dann sieht man, dass die Nachricht hier nicht verschlüsselt ist beispielsweise, aber die hier sollte zum Beispiel verschlüsselt, die hier müsste vielleicht verschlüsselt sein. Nee, egal. Also ich habe jetzt gerade keine schlüssige E-Mail, weil wir haben halt nur ein Konto, die hier, egal, ich weiß jetzt auch nicht. Ist ja auch egal. Und ich kann halt auch Nachrichten hierüber verschicken. Und die werden dann halt automatisch verschlüsselt und die entsprechenden Schlüsselinformationen werden herangefügt. Ja, und wir haben auch schon eine Webseite, wo dann nachher auch das Programm runterladen sein wird, also über GitHub aber der Link, und die Webseite heißt praktischerweise kryptering.de. Stimmt.